Ja, hallo und willkommen zu einem kleinen Weihnachtsvlog sozusagen. Ich nehme das gerade einfach mal mit meinem Handy auf, da die Webcam soweit nicht reicht. Und ja, ich wollte eigentlich nur, was wollte ich eigentlich? Ein bisschen vielleicht mit euch quatschen. Wie war mein Jahr so? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die letzten 2 Jahre so ein bisschen zusammengeschmolzen sind, also die 2 Corona-Jahre. Deswegen habe ich einfach auf YouTube geguckt, was habe ich eigentlich gemacht. Ich habe genau Anfang des Jahres sogar schon entschieden gehabt, dass ich ziemlich viele Formate auf YouTube beende, hauptsächlich noch Streams mache. Und für mich war das tatsächlich eine sehr gute Entscheidung, mit der ich auch immer noch sehr zufrieden bin. Also ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mehr von mir sehen, kann ich euch echt nur empfehlen, kommt auf Twitch. Ist immer gut, auf der einen Plattform Werbung für die andere machen. Aber so ist es eben. Also ihr seht es ja, ich lade eigentlich nur noch Streams auf YouTube hoch und YouTube macht es einem halt auch leicht, lieber woanders zu sein. Deswegen, ja, ich würde gerne weiter bei Twitch bleiben und YouTube mehr so als Stream-Archiv benutzen. Wenn ihr es nicht wisst, ich lade nicht alle Streams auf YouTube hoch, weil es gibt Streams, wo wir zum Beispiel tatsächlich nur reden. Oder wo ich zwar spiele, aber das irgendwie nicht so doll geworden ist. Insgesamt der Stream, wo ich das Gefühl hatte, ja, irgendwie war heute nicht so. Sowas lade ich halt nicht auf YouTube hoch. Aber wenn ihr da halt das Gefühl habt, ihr wollt mehr sehen, dann ja, kommt auf Twitch und die VODs dort sind 2 Wochen lang, werden gespeichert. Da kann man sich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen was angucken in der Zeit. Und ja, was hatte ich sonst noch gemacht dieses Jahr? Ich hatte den Kunststopp weitergeführt. Ich habe ja viel mit Kunst gemacht wieder. Hab den aber auch jetzt vor ein paar Tagen geschlossen, also gelöscht den Shop, weil ich gemerkt habe, zum einen war das halt, ich meine, er hat das erfüllt, was er sollte. Wollte nämlich einfach mal testen, wie ist eigentlich so die Nachfrage an Kunst. Und die ist ja gering, zumindest von der Art Kunst, die ich mache. Und das ist auch okay. Was wollte ich sagen? Ja, aber die Kunst, also ich male ja hauptsächlich Aquarelle, das will ich auch weiterhin machen, weil das für mich persönlich halt mir sehr viel Spaß macht, sehr viel gibt und für mich Entspannung ist und das, ja, will ich halt einfach für mich weitermachen, aber nicht, ich darf es nicht in Hinsicht machen, kann ich das verkaufen. Ja, das war eigentlich so das, was ich, glaube ich, dieses Jahr so mitgenommen habe. Und tatsächlich habe ich auch noch angefangen zu schreiben. Das haben ja auch viele mitbekommen, die bei mir öfter im Stream sind. Ich habe tatsächlich auch so Coworking-Streams gemacht, wo ich halt im Stream geschrieben habe. Funktioniert aber tatsächlich nicht so gut. Also für mich nicht. Am Anfang ging es, aber also wenn ich genau wusste, was ich schreiben wollte, konnte ich das machen, während halt der Chat zu gucken. Aber würde ich mich halt mit dem Chat unterhalte, aber wirklich konzentriert zu schreiben, kann ich das nicht machen. Und ich hatte dann auch so ein, jetzt habe ich halt gerade so eine Phase, wo ich mich seit 2 Monaten ungefähr nicht mehr rantraue an meine Geschichte, weil ich super Selbstzweifel habe und das Gefühl habe, es ist totaler Mist, den ich da schreibe. Das war schon immer das Problem bei mir, deswegen habe ich auch noch nie eine Geschichte beendet. Und deshalb mein Ziel eigentlich für nächstes Jahr, Geschichte weiterschreiben, trotzdem wieder dran erinnern, warum ich das mache, dass ich das für mich mache, dass ich jetzt kein fertiges Buch brauche, was ich veröffentlichen muss oder so, sondern ja, dass ich einfach Spaß am Schreiben und vielleicht mal eine Geschichte zu Ende bringen. Das wäre mein Wunsch für nächstes Jahr. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Auch, dass ihr so coronamäßig immer noch durchhaltet, aushaltet, dass ihr selbst nicht krank seid, dass ihr niemanden verloren habt oder niemanden kennt, der krank geworden ist. Das ist natürlich ja immer etwas, was ich euch noch wünschen würde, dass ihr das weiterhin gut übersteht. Und ja, das ist halt jetzt ein bisschen ein ernster Vlog. Nicht lustig, spaßig. Aber so ist es halt im Leben. Und ich wollte euch halt einfach auch mal was erzählen auf YouTube, weil ich halt viel im Stream erzähle, aber das kriegt YouTube ja meistens nicht so mit. Deswegen hoffe ich, dass das okay war.
und euch das auch irgendwie interessiert hat. Wenn nicht, waren das jetzt 6 Minuten eurer Zeit verschwendet. ja, gut. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr verbringt die nächsten Tage, so die Weihnachtszeit, die Zeit zwischen den Jahren, einfach irgendwie auf eine Art und Weise, wo ihr euch nicht so sehr stresst, was ihr irgendwie genießen könnt. Also dann, ja, was ich sagen möchte, frohe Feiertage, ein schönes Fest und ja, kommt gut ins neue Jahr. Und ich denke, im Stream wird man sich dann natürlich jetzt die Tage auch nochmal hören. Oder spätestens natürlich nächstes Jahr. Und in der Zwischenzeit, die Leute, die meine Streams regelmäßig gucken, kennen das schon am Ende. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich gerne auf Discord kommen, in unsere kleine Community. Und da mit uns quatschen, also nicht nur mit mir, auch mit den anderen. Und wenn ihr einfach nur bei mir auf dem Laufen bleiben wollt, könnt ihr natürlich auch einfach auf Twitter folgen, weil da poste ich eigentlich auch immer das Wichtigste. Und Instagram habe ich auch, also falls ihr mehr... Aber das ist wirklich, Instagram ist bei mir ein Kunstkanal, also Kunstplattform, also nicht wundern, da kommen wenig persönliche Bilder oder so, das ist einfach wirklich Kunst. Das nur schon noch als Vorwarnung. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich, als ich Discord gesagt habe, und irgendwas ist mir eingefallen. Ja genau, wir hatten auf dem Discord einen virtuellen Weihnachtsmarkt. Das war auch sehr schön, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne nochmal schnell reinkommen auf den Channel und ich denke, ich werde den Thread auch irgendwie archivieren oder so. Wir haben da alles, was irgendwie so mit Weihnachten und winterliche Stimmung und so zu tun hat, gepostet, also an Fotos von Plätzchen, von Weihnachtsbäumen und so, solche Sachen, halt persönliche Fotos, und das ist eigentlich sehr schön geworden, also wenn ihr da mal nochmal reinschauen wollt und noch nicht da wart, meine Empfehlung, ein Grund mehr auf den Discord zu kommen. Ja, das war's jetzt aber auch wirklich. Schöne Feiertage, macht's gut, haltet die Ohren steif und bis nächstes Jahr. Tschüss!